Ich möchte euch heute meine Lebensgeschichte erzählen. Ich erblickte das Licht dieser Welt in einem kleinen Gemüsegarten in der Nähe von Springe im schönen Niedersachsen. Ich war mit mehreren anderen Gemüsesorten in einem wirklich schönen Beet untergebracht. An unserer Tomatenstaude hing ich mit meinen vielen Schwestern und wir ließen uns die Sonne auf die Pelle scheinen. Über die Zeit verloren wir langsam das Grün hinter den Ohren und waren bald kräftig rot. Ich freundete mich mit der kleinen Zwiebel an, die gleich nebenan wohnte. Der Basilikum, der etwas abseits stand, war unser gemeinsamer Freund. Er konnte immer so tolle Witze erzählen. Nur mit dem Knoblauch wollte keiner spielen. Der roch immer so streng. Was soll ich sagen? Das Leben war einfach schön. Bis zu jenem verhängnisvollen Tag, als uns jemand aus unserer gewohnten Umgebung herausriss. Erst wurde unser Freund der Basilikum brutal mit einer Schere bis auf den Stumpf abgeschnitten. Dann war die kleine Zwiebel dran. Und als letztes kamen meine Schwestern und ich an die Reihe. Ehe ich mich versah, lag ich mit meinen Freunden in einem Korb und wurde durch den Garten ins Haus getragen. Als nächstes wurden wir geputzt, gewaschen und auf ein Holzbrett gelegt. Wiederum wurde erst der arme Basilikum klein gehackt. Ich konnte nicht hinsehen. Als ich dann noch mit ansah, wie meiner besten Freundin, der kleinen Zwiebel, die Pelle über die Ohren gezogen wurde, musste ich bitterlich weinen. Dann waren meine Schwestern und ich an der Reihe. Ich sah das große Messer auf mich zukommen und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich mit meinen kleingeschnittenen Freunden zusammen in einem Topf. Dann wurde es richtig heiß. Wir fingen an zu dampfen und wurden noch mit Salz und Pfeffer bestreut. Dann wurde es dunkel. Als es wieder hell wurde, sah ich wohl das Schrecklichste, was man sich nur vorstellen kann. Danach herrschte Stille. Und dann passierte etwas Wunderbares. Ich verließ meine körperliche Hülle und schwebte über dem Topf. Und was soll ich sagen, es roch fantastisch und wir sahen wirklich lecker aus. Und ich war froh, dass unser Ende der Anfang von etwas ganz Besonderem war. Ich lächelte und verließ den Raum durch das offene Fenster.